Schiedsrichter pfeift die Partie an. Es geht los. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Gut mitgespielt. Er geht im End. Toll, wie er das macht. Und der Ball erzappelt im Netz. Genau gezielt und flach getroffen. Ja, wenn man da noch mal hinschaut, den hätte kein Torhüter der Welt gehalten. Absolut unerreichbar für den Keeper in die Ecke. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Gut angenommen und behauptet. Und das ist jetzt die Möglichkeit. Die Hereingabe war gar nichts. Der Verteidiger ist auf dem Posten. Und das Ende vom Lied in dieser Situation. Unter Druck den Ball ins Ausgespielt. Klasse gelöst die Situation. Und Achtung, genau hingeschaut. Die Flanke kommt gut. Mit den Flankenbällen kommen sie bislang ganz gut zurecht. Diesen Pass konnte keiner der Kollegen kriegen. Bender. Pischek. Gündogan. Der macht sie nicht selber rein, er bereitet sie vor in unnachahmlicher Manier. Und diese Flanke und der Ausgleich ist hier gefallen. Und das geht voll in Ordnung. Der spielt mit Köpfchen, der macht einen Kopfball wie gemacht. Für den Torhüter geht da gar nichts. Ja, was soll man da in der Verteidigung machen? Vielleicht zwei, drei Basketballer verpflichten, so hoch wie der springt. Ein sensationelles Tor. So, jetzt bin ich mal gespannt, was der Schiedsrichter macht. Ganz schnell ausgeführt, der Freistoß. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Flanke fliegt in den 16er. Und er ist drin! Kopfball und unhaltbar war er auch. Ja, weil er wie aus dem Leerbogen kommt. Perfekt getroffen diesen Ball. Keine Chance für den Torhüter. Und jetzt hat er die Chance, um zu flanken. Klare Sache, gibt Abstoß. Seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Lojikowski bewegt den Ball. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Und diese Flanke ist wahr. Ja, das ist der Ausgleich. Da sah die Abwehr aber nicht gut aus. Er scheint sich einiges vorgenommen zu haben für die Partie. Das war schon sein zweites Tor im laufenden Spiel. Und jetzt sind hier alle aus dem Häuschen. Völlig zu Recht, ein super Kopfballtor. Oh, das ist eine enge Kiste heute. Ausgleich. Ja, da kommt was auf uns zu. Pischek. Torhüter
Jetzt sind die anderen aber fix und fertig. Zweimal kurz hintereinander, das war's am Boden. Ja, also das ist für mich die Entscheidung, dieser klassische Doppelschlag, das muss es gewesen sein. Wunderbarer Treffer, das nennt man dann wohl Kopf. Und was entscheidet der Schiedsrichter? Das sieht nach einer guten Torchance aus. Wenn der am Ball ist, da liegt der Tor in der Luft. Klasse Abwehrleistung. Und Achtung, jetzt! Großes Lob an den Torwart, wie er die Situation eingeschätzt hat. Alles richtig gemacht. Und schon wieder Eckball. Wie immer gibt es hier die Wiederholung des Treffers. Wunderbar hereingebracht, diese Ecke. Da ist das Tor fast schon eine logische Folge. Gündogan. Tja, das gibt Reaktionen auf den Tribünen. Eine Rangelei um den Ball. Es gibt Abstoß, weil der Ball ins Tor ausgeflogen ist. Gefährliche Flanke. Na ja, da sagt der Abwehrspieler vielen Dank bei einem solchen Flankenball. Kehl. Wojcikowski bewegt den Ball. Das kann er besser. Volle Flanke. Ja, und die Flanke abgefangen. Hummels. Kehl. Und die Abwehr aufmerksam. Da steht die Verteidigung. Er bringt sein Team in Ballbesitz. Müsste sich der Verteidiger holen. Macht er. 4:2. Und zwar nicht am Schluss, sondern nach einer Halbzeit. Alle Spieler sind auf dem Platz. Es kann losgehen. Auf in die zweite Halbzeit. Da wird er vom Ball getrennt. Kehl. Reus. Und nur noch ein 1
einziges Tor, das können sie ja. Und dann wäre der Sieg sicher. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Gündogan. Marco Reus. Und dann bringt er den Fuß noch dazwischen. Da gehört schon eine Menge Mut dazu, sich in diesen Ball hineinzuwerfen. Flanke. Und die Flanke landet genau bei einem Abwehrspieler. Und dieser Flankenball sorgt für keine Gefahr. Klare Entscheidung, Ecke. Und per Kopf. Gehalten, Mats Hummels. Da war der Verteidiger dran, aber nicht kontrolliert. Der Ball ist im Tor. Borussia Dortmund trifft und hier kommt die Wiederholung. Im ersten Versuch pariert vom Keeper, aber am Ende ist das Ding doch drin. Das Ganze jetzt nochmal von einer anderen Kamera eingefangen. Danke an die Regie. Um das umzubiegen, da musste schon ein Meisterbieger sein. Eine klare Führung für den Gegner. Der Linie gerettet. Wenn da das Schiedsrichtergespann nicht aufgepasst hätte. Der war ja frei, aber er stand im Abseits. Kann den Ball behaupten. Zweikampf um den Ballbesitz. Oh, das Bällchen ist noch heiß. Kiel. Immerhin, sie haben sich noch nicht ganz aufgegeben. Das hat er am Kopfballpendel so oft geübt und jetzt hier im Spiel. Super. Und wir sehen hier auch ganz deutlich, da ist der Torhüter chancenlos gegen dieses Ding. Das ist ein Traumkopfball. Ja, Fußball wird mit den Beinen und den Füßen gespielt, aber der Kopf gehört auch dazu. Ja, für die Torhüter ist das heute ganz bestimmt kein Grund zur Freude. Schönes Stellungsspiel, so kann er den Ball. Und jetzt haben sie es, das Tor! Das war sträflich, ihn da zum Schuss kommen zu lassen. Prompt haben sie die Quittung. Und man sieht es deutlich, den darfst du nicht zum Schuss kommen lassen. Auch und besonders da nicht. Was für ein Hammer, den er da auspackt. Uiuiuiuiui. Jetzt die Möglichkeit zur Flanke. Dieser Schuss war nicht von schlechten Eltern. Gefährliche Flanke. Das nennt der Abiturient an Gündogan. Nein, in Helter. Unfassbar. Es geht doch. Es geht doch. Sehr gute Flanke. Also eins muss man ihnen lassen. Moral haben die Jungs.
schauen wir nochmal genau hin und schnalzen mit der Zunge. Super Kopfballtor. Wir sehen hier nochmal ganz deutlich, Manni, für den Keeper ist da gar nichts zu machen. Es ist so ähnlich wie beim Poker. Zwei neue sollen den Sieg bringen. Viele sind stark mit dem Fuß. Er macht's regelmäßig mit Köpfchen. Voll mit der Stirn getroffen, wunderbar platziert. Keine Chance für den Keeper. Und das Ende vom Lied in dieser Situation. Unter Druck den Ball ins Ausgespielt. Vielleicht heute noch ein drittes Mal erfolgreich ist. Wunderbarer Treffer, das nennt man dann wohl Kopfballstechen. Das ist kein Fußballspiel, das ist ein Schützenfest. Unglaublich. Hummels. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Peter attackiert. Zweites Tor, heute will er es aber wissen. Das ist ja erstaunlich. Die Fans dieser Mannschaft haben selbst schon nicht mehr daran geglaubt. Und jetzt das. Marco Reus. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Könnte es gefährlich werden. Und nochmal gibt es Eckball. Und damit die Möglichkeit, jetzt hier vielleicht den Führungstreffer zu erzielen. Was für eine merkwürdige Ecke. Da ist nun wirklich nichts draus geworden. Die Flanke auf Lewandowski jetzt. Schlagen ist eine Kunst. Manchmal geht es auch daneben, wie in diesem Fall. Dieser Eckball könnte die Führung werden. Vielleicht ist das jetzt schon sowas wie die letzte Chance, so kurz vor Schluss. Die Ecke geht voll daneben. Bender. Schuss und... Und das Spiel war eigentlich schon so gut wie vorbei. Und trotzdem machen sie jetzt noch das Tor. Das jetzt die drei Punkte? Jo, das ist spät und das müsste dieses Ding hier normalerweise die Entscheidung sein. Das ist unfassbar spannend. Und wir schauen auf den Schiedsrichter. Der hat die Pfeife schon im Mund. Da ist gleich Schluss. Sekunde nur noch bis zum Schluss, Pim. Für jeden Torwart ein Albtraum, so ein Spiel. Bender. Subotic. Und hier pfeift der Schiedsrichter aus dem letzten Loch. Es ist der Schlusspfiff. Was für ein beeindruckendes Spiel. So wollen wir es haben. Ja, da geht das Herz auf. Offensive pur, Zaubereien, Tricksereien. Absoluter Wahnsinn. So, liebe Zuschauer, ich darf mich von Ihnen verabschieden. Nach dieser wunderbaren Fußballpartie, die wir gemeinsam gesehen haben. Mein Name ist Manni Breukmann. Auf Wiedersehen. Machen Sie es gut.